Liebe Zuschauer, so manchem dürften Gründe einfallen, die Zwischenwahlen in den USA im November herbeizusehnen. Aber Spaß beiseite. Doch so manchem Anleger dürfte auch der November ganz lieb sein, denn der Dow Jones kennt keine Sommerrallye. Wie hingegen sieht es da im DAX aus? Neue alte Hochs voraus, nachdem ja jetzt charttechnisch ein bisschen Bewegung reinkam? Oder doch eher Korrekturpotenzial und Sommertristesse? Das besprechen wir in Zertifikate aktuell mit Matthias Hüppe von der HSBC. Schönen guten Tag, Herr Hüppe. Schönen guten Tag, Frau Erd. Ja, Ende August geht's los, beziehungsweise geht eher nicht los, bis Ende September. Da wird es relativ schwierig im Dow Jones in einem Zwischenwahljahr. Heißt eine relativ starke Schwächeperiode. Wie erklärt sich das? Ja, es erklärt sich so ein bisschen, also man achtet ja mal diese Dekaden und gerade dieser Präsidentschaftszyklus, das ist so ein Punkt, wo man sich auch anguckt, diese Zwischenwahljahre, also wir haben ja dieses Jahr im November Kongresswahlen und diese Zwischenwahljahre sind oft so ein bisschen, naja, da kommt dann doch das Erwachen, die Wahlgeschenke, die dann immer zum Präsidentschaftswahlzyklus, also zu Beginn der Präsidentschaftswahl waren und dann kommen plötzlich doch eher die negativen Botschaften dann immer so in den Zwischenwahljahren, dass man sich dann doch, jetzt ist man nicht mehr im Wahlkampf, denn der nächste Wahlkampf dauert dann erstmal 2 Jahre und jetzt muss man doch ein paar negative Botschaften vielleicht rüberbringen, ein bisschen vielleicht manchmal auch Ernüchterung, sind die Geschenke, die gemacht wurden, denn wirklich so angekommen und das gibt eigentlich tendenziell dann eher so ein bisschen wieder den Druck. Da gerade bei den US-Titeln, wenn wir das so in der Vergangenheit beobachtet haben, also die Wahlzyklen, man sieht es immer gerade zu Beginn einer, oder wenn eine Wahl ansteht, dann werden viele Geschenke gemacht, damit die Wirtschaft gut läuft, damit die Wähler gute Stimmung haben und die bestehende Regierung gerne wieder wählen. Und dann zwischen den Wahlen muss man dann doch vielleicht eher mal ein paar Einschnitte dann auch sozusagen durchbringen. Schauen wir gleich mal, wie es dieses Jahr aussieht. Schauen wir aber erstmal über den großen Teich zurück. Hierzulande die 10 größten Titel, wenn man die mal in diesem Jahrtausend betrachtet, dann reden wir nicht nur über eine Durststrecke von Ende August bis Ende September, sondern eigentlich ist schon ab Ende Juni so ein bisschen Sommertristesse angesagt, ja, statt Sommerbräune. Welchen Titeln von den 10 größten wie SAP, Siemens, Bayer, BASF, Allianz, Daimler, Deutsche Telekom, Adidas, Linde und Post gelingt da überhaupt ein Kurs Plus? Und warum? Oder warum eben nicht? Ja, also es kommt noch nicht mal auf die Titel an. Interessant ist, es gibt nur 3 Titel, die es überhaupt geschafft haben, in diesem Zeitraum einen Plus zu machen. Das heißt, also wir haben das jetzt mal diesen kalendarischen Sommer, so den 21. Juni bis 21. September, da haben wir uns jetzt mal auf den Sommer geeinigt, diesen Zeitraum uns mal angeschaut. Und da ist wirklich so, dass die DAX Blue Chips in diesem Zeitraum sehr schlecht performen und nur 3 von 10 überhaupt seit dem Jahrtausendwechsel überhaupt eine positive Rendite in diesen Sommermonaten erzielt haben. Das heißt, die Quote, die richtige Aktie zu erwischen, die ist 30%. Das ist natürlich denkbar schlecht. Also das zeigt schon, dass der Sommer nicht unbedingt der beste Investitionsmonat ist. Ja. Gucken wir uns das nochmal in einem Chartbild an. Wie hoch sind dann so im Schnitt die sommerlichen Abschläge mal so historisch betrachtet? Heißt ja nicht, dass es immer so ist. Ja, also historisch hätte man wirklich mal alle 10 Aktien gekauft oder hätte man im Durchschnitt in diesem Zeitraum 1,36% verloren. Also, also in jedem Jahr. Also 1,36% negative Entwicklung. Und wir sehen ja, langfristig haben wir ja hier, wir haben ja die positive Entwicklung gehabt. Aber in den Sommermonaten tendenziell eher die Verluste. Wie hoch ist das Risiko von Kursverlusten? Kann man das in Zahlen ausdrücken? Ist aber vielleicht auch nicht jedes Jahr gleich. Ja, man kann es so ausdrücken, dass man sich mal anschaut, wie sind denn die Kursverluste in diesem Zeitraum? Wie waren denn die besten Monate? Und da muss man sagen, die Kursverluste waren mit Ausnahme der Adidas die einzige Aktie, die nicht. Bei allen anderen 9 Titeln waren die Kursverluste in den Sommermonaten höher als dann die jemals erzielten Kursgewinne in den Sommermonaten. Das heißt, wenn eine Bewegung kommt, dann wird sie eher stärker auf der Korrekturseite als auf der Anstiegsseite. Und das wird ja auch so ein bisschen darüber argumentiert, dass man sagt, im Sommermonat ist ein bisschen weniger Liquidität da, sind vielleicht auch der eine oder andere im Urlaub. Und dann werden gerade negative Nachrichten sich vielleicht fester durchsetzen und dadurch eher zu stärkeren Kursverlusten führen, als es positive Nachrichten dann auf der anderen Seite tun. Negative Nachrichten kamen zum Beispiel aus der Charttechnik. Gerade in den letzten Wochen, wenn wir uns das mal anschauen, die 200-Tage-Linie war eine echte Hürde beim DAX. Ja. Und auf einmal ging es ganz locker drüber. Und das alles in diesen, wir erinnern uns zurück, Dekaden- und Präsidentschaftszyklus. Letzteren haben wir schon besprochen, aber was hat der Dekadenzyklus zu sagen und wie ist der Zusammenhang zum DAX dann auch wieder? Ja, also der Dekadenzyklus, da betrachtet man die 8er-Jahre und da muss man sagen, sind tendenziell die 8er-Jahre auch keine guten Jahre. Und wenn dann noch dieser Präsidentschaftszyklus mit dem Dekadenzyklus übereinfällt, dann hat man sozusagen 2
natürlich immer aus der Rückbetrachtung gesehen, aber zwei Zyklen, die nicht unbedingt für einen Anstieg sprechen an der Stelle. Und hätten wir uns jetzt vor einer Woche getroffen, hätten wir auch gesagt, Mensch, wir müssen diese 200-Tage-Linie, die müssen wir einfach mal knacken. Vorher sehen wir kein Signal nach oben. Jetzt ist es am Ende letzter Woche passiert. Wir sind über der 200-Tage-Linie, die war so bei 12.770. Da sind wir gut drüber gegangen. Und gleichzeitig ist auch interessant, haben wir hier noch den Aufwärtstrend. Über den sind wir auch drüber gegangen, 12.742. Also zwei Widerstände, die wir jetzt mal eben ganz schnell geknackt haben. Also das gibt natürlich jetzt mal so ein bisschen wieder Chance nach oben. Also jetzt schauen wir mal weniger, jetzt gucken wir nach unten. Das ist jetzt hier der Widerstand, sollte man nicht runterlaufen. Aber jetzt ist es eher die Unterstützung geworden. Also das macht das Ganze wieder spannend so ein bisschen. Jetzt gilt es halt im DAX was zu beweisen. Okay, es gilt was zu beweisen, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Sie sprachen schon die Widerstände und Unterstützung an, aber der Weg bis zu den alten Hochs ist ja auch noch ein bisschen weiter. Was ist jetzt eher so das wahrscheinlichere Szenario aus Sicht der Charttechnik, dass wir noch ein bisschen Erholungspotenzial sehen oder doch eher Korrekturpotenzial? Es ist ja noch nicht so ganz entschieden, wenn man jetzt... Ja, es ist noch nicht entschieden, aber es war schon deutlicher. Also man muss schon sagen, es war schon eine deutliche Bewegung, die der DAX gezeigt hat. Also 200-Tage-Linie und hier diesen Aufwärtstrend, den sollte man im Blick haben. Also wenn wir da wieder runterlaufen, dann sind die Bären da wieder, haben die hier Oberhand. Aktuell gucken wir aber jetzt doch eher mal in die andere Richtung. Gucken wir nach oben, da haben wir hier so einen Aufwärtsgap um die 13.000 Punkte, das ein Abwärtsgap. Das sollten wir schließen und dann reden wir schon als nächstes, da gucken wir uns hier das mal an, so die 13.240, das waren so die Hochs. Mai, Juni, das wäre so dann das nächste Ziel, wo wir auch, sehen wir ja schon, war ein ganz schöner Widerstand. Also hier dieses Gap nochmal schließen und dann über diese Hochs, das wäre jetzt so die nächsten beiden Etappen, die der DAX machen müsste. Okay, fragt man sich als Anleger trotzdem, wenn der Sommer so kipplig ist und dann noch Präsidentschafts- und Dekadenzyklen dazukommen, ist es also sinnvoll, das ganze Jahr über investiert zu bleiben, um den Sommerverlust wettzumachen? Oder ziehe ich eine andere Schlussfolgerung? Es ist natürlich schwierig. Also jetzt gerade haben wir ja natürlich, ich sag mal, so ein bisschen Futter gegeben, jetzt im Sommer investiert zu sein. Ja. Man muss natürlich sagen, bisher war der Sommer nicht gerade besonders gut gelaufen. Also Sell in May hätte dieses Jahr wieder ganz gut funktioniert. Da wären wir irgendwo bei 13.000 ausgestiegen. Jetzt müssen wir das erstmal wieder reinholen. Grundsätzlich kann man sagen, das Investment im Sommer, wenn man sich das mal anschaut, das haben wir jetzt mal hier, hätte man nur, und jetzt haben wir es mal seit 1987 betrachtet, hätte man immer nur den DAX in Sommermonaten investiert, dann wäre aus einem Euro 36 Cent geworden. Also das wäre nicht unbedingt das beste Investment. Hätte man einfach ganz normal den DAX gekauft und gehalten. Das ganze Jahr bei 12 Euro. Und der jetzt wohlgemerkt ohne Transaktionskosten betrachtet, der immer gesagt hat, ich gehe dann raus in den Sommermonaten, der hätte es wirklich geschafft, aus einem Euro 51 Euro zu machen. Aus dem kalendarischen Sommer raus, also Ende Juni bis Ende September? Genau, also da raus. Aber ganz wichtig, hier muss man natürlich sagen, das ist ein Blick zurück in die Vergangenheit. Nichtsdestotrotz zeigt es schon, dass die Sommermonate nicht unbedingt, ich sag mal, die besten Monate des Jahres sind. Sind wir mitten im Sommer und wer jetzt nicht am 21. Juni ausgestiegen ist, kriegt jetzt vielleicht ein langes Gesicht. Was sagen wir den Anleger auf dem Weg durch den Sommer? Muss man sich jetzt eher absichern oder aber dann eben jetzt noch gucken, dass man sozusagen aus dem Markt rausgeht und im Oktober zurückkommt? Naja, wir haben es ja gesehen, charttechnisch sieht der Sommer ja jetzt gerade gar nicht so schlecht aus. Also da muss man schon aufpassen. Man kann jetzt nicht tendenziell, diesen Sommer ist ja auch so heiß wie nie. Also da kann man auch sagen, letztes Jahr haben wir, glaube ich, letztes Jahr mal über den Sommer geflucht. Wo ist er denn? Dieses Jahr haben wir ihn quasi seit Mai. Also da muss man schon so ein bisschen natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht nur rein auf der Basis vorgeht. Charttechnisch sieht es jetzt nicht schlecht aus. Was wir natürlich immer sehen, das ist klar, da sprechen wir auch mal drüber, so Depot-Sommerfit machen und so weiter, dass man vielleicht im Sommer immer ein bisschen vorsichtiger ist, immer sich auch drüber nachdenkt, wo man wieder aussteigen könnte, Thema Stops etc. nachsetzen. Und wir sehen es auch von den Produkten her, dass viele dann doch eher ein bisschen defensiver unterwegs sind. Ganz klar, wenn ich natürlich Trader bin mit hohen Hebeln, dann habe ich bitte am Strand was Besseres zu tun als zu traden. Dann sollte ich natürlich auch wirklich mich entspannen können. Also da muss man dann schon so ein bisschen sein Risiko auch runterfahren. Und wir sehen schon so bei Teilschutzstrukturen, Bonus-Discount-Zertifikaten, viele sagen dann schon, ich nehme dann doch eher ein bisschen mehr Puffer, gucke mir eben an, wo waren denn vorher die Tiefs auch mal und entsprechend dann vielleicht auch so ein kleines Sommerloch, was wir dann vielleicht dann doch erleben könnten, aus dem Weg zu gehen. Okay, Matthias, vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, Dekaden- und Präsidentschaftszyklus zusammen, das heißt eigentlich im Dow Jones Sommerflaute an den Börsen.
Die strahlt dann auch an den deutschen Aktienmarkt ab, der sogar von Ende Juni bis Ende September relativ schwach ist. In diesem Jahr ist alles ein bisschen anders. Lange haben wir gelauert, dass der DAX es wieder über die wichtige 200-Tage-Linie schafft und diesen Widerstand knackt. Und das ist jetzt ganz locker passiert. Doch noch ist nicht aller Tage Abend. Denn wenn man sich mal schaut, wie man in den DAX investieren kann, dann hat sich eine Buy-and-Hold-Strategie am wenigsten ausgezahlt, sondern es macht durchaus Sinn, den Sommer zu meiden und dann vielleicht erst im Herbst wieder einzusteigen. Oder wie Matthias Hüppe sagt, man kann sich auch im Depot absichern, so den Sommer absichern, Stichwort Kaskoversicherung fürs Depot. Das alles fassen wir nochmal zusammen und was sich im DAX tut, erfahren Sie natürlich ohnehin jeden Tag bei uns. Vielen Dank fürs Zuschauen.